Und der letzte Tag der Arbeitswoche, zumindest für die Leute, die das Glück haben, noch arbeiten zu dürfen. Ja, absolut. Genieß es. Ja. Es ist nicht so schön, ja, nichts zu tun. Aber Janne, es ist total traurig, dass er die ganze Woche seit Ewigkeiten eine Woche lang am Stück nicht arbeiten durfte. Das ist wahr. Scheiße. Ich find's ätzend. Monate her. So, aber es ist, wie es ist. So. Ich durfte bei dir im Lager ein bisschen Sachen packen. Das hat Spaß gemacht. Ja. Bisschen sortieren und so. Ne? Das ist geil. Ich kann euch sagen, ich habe Dinge gefunden aus den 90er Jahren. Ich habe gedacht, die gibt's gar nicht mehr. Gar nicht mehr. Ich übrigens auch. Weil wir sind hier ja gerade einiges am Umziehen, so Lager zusammenlegen und so weiter. Wir haben jetzt hier insgesamt, ich glaube, an die 200 Quadratmeter Lager oder so. Und ja, da taucht hin und wieder mal tauchen da Sachen auf, tauchen aus der Versenkung auf. Das ist der Wahnsinn. Die 10 Jahre oder 15 Jahre lang nicht mehr das Tageslicht gesehen haben. Und ich bin dann teilweise auch ganz, ganz erfreut und überrascht, was da noch so alles gefunden wurde. Anything can happen. Also ich bin. Wird auch in den nächsten Wochen und Monaten seinen Weg in den Webshop finden. Ja. Was wir unter anderem auch gefunden haben, das ist dieser hübsche Herr. Und da gibt es noch seine Geliebte dazu. Ja, wenn dann als Paar, ne? Ist ja wohl klar. Genau, die gute Denervis haben wir leider gerade nicht zur Hand. Ist aber nicht schlimm, weil wir bieten sie ja euch zu einem super Preis an. Und zwar Jon Snow und Denervis Targaryen von McFarlane Toys. Beide zusammen inklusive Versand für 19,99. Und McFarlane, machst du nichts verkehrt. Das sind wunderschön modellierte Figuren. Also auch wenn ihr customizen wollt oder wenn ihr, also das Schwert alleine, das er dabei hat, sieht Bomber aus. Er ist super bewegliche Figur, also ihr bekommt was für euer Geld. Also die haben damals, wenn ich das richtig im Kopf habe, zwischen 20 und 25 Euro gekostet. Ja. Ihr kriegt jetzt praktisch zwei Figuren zum Preis von noch nicht mal einer. Ja. Also ja. Ein Hammer. Richtiger Schnapper. Ja. Und unsere Empfehlung des Tages, ja Gott, das ist eigentlich sowieso die Empfehlung schlechthin für alle Leute, die sich für Comics interessieren. Wo es ja im Laufe des Jahres eine super Verfilmung zu sehen bei Sky in Deutschland gegeben hat, und zwar Watchmen. Was Watchmen? HBO. Ja. Sag mal was dazu. Also es ist ja die Serie. Alan Moore hatte damit gar nichts zu tun, mal wieder, weil er sich ja schon lange davon zurückgezogen hat und weil, naja, und ich habe auch schon im Cave Talk darüber gesprochen, aber ich kann es hier auch nochmal erzählen, weil es ist einfach, DC war nicht okay mit Alan Moore, und was sie mit den Rechten gemacht haben, war nicht so richtig gut und so, und es wird immer noch gemolken und das ist alles nicht so richtig korrekt, aber ich muss es sagen, Doomsday Clock als Comic ist echt gut. Es ist einfach gut, es ist eine gute Geschichte. Sie haben quasi die Watchmen-Charaktere ins DC-Universum gebracht und quasi das ganze DC-Multiversum nochmal neu irgendwie zurechtgeordnet mit Hilfe von Dr. Manhattan, und es ist also echt ein good read und ist toll gezeichnet von Gary Frank. Und die Serie, was ich richtig geil daran fand, war erstmal, dass das unglaublich tolles Design hatte, tollen Look, und es basiert tatsächlich auf der Comic-Geschichte, nicht auf die Verfilmung von Zack Snyder, sondern es ist die Comic-Geschichte mit dem Ende aus dem Comic. Und ich habe das damals, mich hat das total angetouched, weil ich das Comic damals gelesen habe in den späten 80ern, frühen 90ern. Mhm. Und das hat damals hat mich weggeblasen, weil ich das so geil fand. Ja. Das war eine erwachsene Geschichte, und Watchmen damals war, so habe ich das noch nie gesehen. Also Watchmen und Frank Millers Dark Knight. Ja, genau. Die also zwei das Dinger, waren ne? die ja. beiden, die es echt gerockt haben. Absolut. Ich würde sogar noch ein bisschen mit dazu nehmen, halt Marvels, weil eine war halt das Alex Ross Artwork und das andere war halt diese Perspektive. Voll, ja. Dass du halt aus der menschlichen Perspektive auf die Superhelden geguckt hast, das gab es meiner Meinung nach so vorher auch nicht. Genau, und die waren halt alle fehlbar und es war alles so, weißt du, bei Watchmen, das war alles so ein bisschen duster und so. Und diese Stimmung übernehmen sie und du bist auf einmal 30 Jahre später. Und für mich ist es auch 30 Jahre später. Und du siehst diese ganzen Charaktere, also nicht alle, aber es tauchen ja schon einige aus den Comics auch auf. Und es ist absolut Comic-akkurat. Das heißt, du siehst auch Kostüme, die sie dann auch getragen haben in den Comics. Und einige von den Leuten sind halt einfach sehr viel älter geworden. Und die Story ist. Es sind fantastische Schauspieler. Fantastisch. Zum Beispiel
Don Johnson. Ja, Don Johnson. Der damals meiner Meinung nach mit Miami Vice, wir haben es damals alle geguckt, aber ja, trotzdem so als Schauspieler irgendwie so ein bisschen unterbewertet war. Und ja, er hat jetzt im Alter, spielt er ja so viel geile Rollen mittlerweile. Ja. Und spielt auch selber so geil. Auch in dem hier Tarantino-Western hier Django. Ja. Wo er da diesen Ku Klux Klan Lieder, hast du den gesehen, Django? Ich habe Django gesehen, ich kann mich nicht. Wo sie dann losreiten wollen, ja, als Ku Klux Klan, und ja, dann hat die Frau da die Mützen genäht und die können alle nicht durch die Löcher durchgucken und so. Stimmt. Aber selbst da, er spielt ja einen knallharten Rassisten, ja, aber so doppelbödig, mhm, und so, also, dass du denkst, jetzt, dass, also, du findest ihn als Rassisten total scheiße, denkst dir, mhm, aber, das ist so eine Witzfigur. Ja, ja, ja. Den kann man gar nicht ernst nehmen. Ja. Rassisten sind einfach, ja, Witzfiguren, ja, sind, ja, scheiße, ja, und man sollte dem nicht so viel Wert beimessen. Ja, ja. Und interessanterweise, ja, ist es in der Watchmen-Serie ist das ja auch ein Thema. Also die, es geht halt White Supremacists, also genau, den Bogen, ne, wollte ich jetzt auch gerade schlagen. Seventh Cavalry, ne, und die sich von Rorschach haben beeinflussen lassen. Rorschach ja auch ein leicht faschistischer Charakter, wenn wir absolut, ehrlich sind. Absolut. Schlimmes Schicksal, und das macht, das ist was Watchmen halt auch. Du hast du erfährst ja die ganze Geschichte von Rorschach und bist einfach durch die, also du, er tut einem ja auch leid, ne, diese, mhm, ganze, also du bist jetzt sensibilisiert dafür und in den, und dann ist es aber so, was wird daraus gemacht, ne, du hast dieses Schicksal von diesem Mann, der einfach traumatisiert ist und noch und nöcher und einfach total extrem ist in dem, was er tut, und der wird dann das große Idol für die ganzen White Supremacists. Sie meinen, dass die Weißen alle abgeschafft werden und sie müssen um den Erhalt ihrer Rasse kämpfen. Und das ist, also es ist eine unglaublich brutale Geschichte, weil die Brutalität auch so unmittelbar ist. Es ist jetzt nicht überhöht wie bei The Boys, wo einfach die irgendwie rumgeslasht wird, so diese wie heißen das, Blätter-Movies, so, wo du es dann irgendwann nicht mehr so ernst nimmst, sondern das tut einem alles weh, weißt du, wenn dann gehauen wird und eine Person wird erhängt und das sieht grauenhaft aus, ja, das ist furchtbar. Und gleichzeitig ist es aber innerhalb der Geschichte völlig gerechtfertigt und es ist eine tolle Geschichte und ich habe es durchgeguckt und war begeistert. Mir ging es nach dem Ende der Serie ähnlich wie nach dem Ende des Comics, und um nochmal den Bogen zu schießen, es ist natürlich nicht korrekt. Es ist Alan Moores geistiges Werk, das da jetzt noch ordentlich abgemolken wird quasi. Aber fuck, es ist eine gute Serie. Ich frag mich, ob er mit seinem Zeichner noch spricht. Oder mit Dave Gibbons. Mit Dave Gibbons. Ich kann dir das nicht sagen. Ich kann mir vorstellen, dass es okay ist für ihn vielleicht. Weil Dave Gibbons ja immer voll mitgearbeitet hat. Der hat bei allen Sachen und mitgearbeitet. Bei Fernsehen, ja, und so. Ja. Und ist ja auch Teil, und die andere Sache, ich gebe dir vollkommen recht, natürlich, also Image muss man da großen Dank aussprechen, absolut, weil das als Image auf den Plan gegangen ist, mit McFarlane, mit Jim Lee, mit Liefeld, ja, mit Silvestri, ja, mit Eric Larsen, ja, dass die halt gesagt haben, okay, also hier ist die Heimat für alle Zeichner und Autoren, ja, die Creator, ja, und Sachen die rausbringen wollen. Die Sachen, ja. Und erst danach ist es so gewesen, Marvel hat damals gesagt, Marvel ist Marvel. Ja. Scheißegal, wer uns zeichnet, scheißegal, genau, wer uns schreibt. Genau. Die werden immer Spider-Man kaufen, die werden immer X-Men kaufen. Genau. Dann kam Youngblood 1 raus, mhm, von Rob Liefeld, hat alles weggeblasen bei Image. Und so Spawn. Ging das, Spawn auch und so. Und als sie dann festgestellt haben, okay, es ist, verkauft sich doch nicht von alleine, wir brauchen gute Geschichten, wir brauchen gute Zeichner. Mhm. Und dann sind viele halt wirklich erst zurückgekommen, weil sie dann gesagt haben, okay, wir wollen auf irgendeine Art und Weise da irgendwie beteiligt sein. Ja. Das gibt es zwar nur zu einem kleinen und nur bis zu einem gewissen Grad bei Marvel und DC, aber das gibt es dann mittlerweile auch, mhm, gerade bei DC in dem Vertigo-Bereich. Ja. Da waren dann viele Stories tatsächlich auch Creator-owned und nicht DC-owned. Und den kleinen Vorwurf, sag ich mal, den ich Alan Moore machen will, Alter, lies dir einfach mal die Verträge durch, die du unterschreibst. Und wenn du so geile Charaktere irgendwie dir ausdenkst und erfindest oder so, dann überleg dir halt, mache ich das für DC oder mache ich das für mein eigenes Label oder sonst irgendwie. Mhm. Weil selbst damals hat es schon Creator-owned Labels gegeben, ich bin ja großer Fan von Tim Vigil, David Quinn, Faust und so.
Rebel Studios, keiner wollte die Sachen machen, weil es halt, was Sex und Gewalt ging, total over the top war. Und dann haben sie es halt selber gemacht. Hm. Und das ist so wie mit Prince und so. Ich kann das alles verstehen, als er sich dann so Slave und The Artist formerly known as Prince. Aber dann denke ich auch so, ja gut, den Vorschuss hast du eingesteckt, hast den Vertrag unterschrieben. Das ist ein Scheißvertrag, müssen wir gar nicht drüber reden, aber du bist auch ein denkender Mensch. Irgendwie. Ja, das stimmt, und aber gleichzeitig, wenn er nicht aufgemuckt hätte, hätte sich vielleicht nie was geändert. Ja. Ähnlich George Michael, ja, interessanterweise. Ich hab ja nicht gesagt, dass ich die Schuld jetzt hier alleine auf El Nino oder so schiebe, sondern ich sage, ich will da die Schuld nicht alleine nur bei DC sehen, sondern vielleicht ärgert er sich einfach nur, dass er auch damals sehenden oder nicht sehenden Auges einfach eine komplett dumme Entscheidung getroffen hat, so wie auch damals die Ärzte, als sie sich aufgelöst haben und gesagt haben, was kostet die Welt, wie wir kriegen 70.000 oder 75.000 Mark für unsere Songrechte, in 5 Jahren hört sowieso keiner mehr die Ärzte, verscherbeln wir die Dinger für 70.000 Mark und der Typ, der sie damals gekauft hat, der ist jetzt Multi-Millionär. Fuck! Er sagt, Dankeschön, so, konnte ja keiner mit haben, dass sie ein Comeback machen, dass es so erfolgreich ist, aber das sind dann halt auch Sachen, da muss man sagen, okay, Ja, das ist schon okay. Und, so, da könnt ihr nicht nur sagen, die anderen sind schuld, sondern da seid ihr selber auch, sitzt ja auch ein bisschen mit dem Boot und so sehe ich da. Ja, das stimmt schon. Elmore auch ein bisschen mit dem Boot. Ja, das könntest du genauso von Todd McFarlane sagen, mit Spider-Man und so. Und der hat sich aber dadurch inspirieren lassen und was ganz eigenes Neues gemacht. Absolut. Und dadurch alles revolutioniert und auf einmal ist es halt auch ein Thema, was Jack Kirby geleistet hat oder Bill Finger für DC, also das die, oder Schuster und Siegel, die auf einmal auch ein bisschen was abbekommen von auch der Sache. Auch Stan Lee. Also ja, Stan Lee war ja, ich meine, das ist das Gesicht von Marvel und alles Mögliche. Mhm. Der hat nur seinen normalen Stundenlohn gekriegt. Mhm. Das war's. Mhm. Und gut, jetzt so in späteren Jahren, da hat er sich vielleicht noch irgendwie, keine Ahnung wie, bezahlen lassen da von Marvel, aber damals, der hat an dem Erfolg finanziell zumindest irgendwie keine Teilhabe gehabt. Ja. Ja, wobei, also auch aus der Linie so ein bisschen, also ich mag ihn so, aber es ist ja alles auch nicht so ganz korrekt, was er gemacht hat. So. Also, dass viele Sachen ihm so zugeschrieben werden und das dann vergessen wird, auf dass Kirby Fall. Da durchaus auch seine Hände im Spiel hatte. Das gibt's ja auch überall, aber weißt du, Kirby war nicht dabei. Ja, ich war nicht dabei, ich kann dazu nicht allzu viel sagen. Es ist nur, was man so gehört hat, ist so interessant. Ja, aber. Ne? Aber wer von uns ist heilig, ne? Ja. Wer schmeißt ihn Stan Lee war the man und Kirby war der King. So. Kirby war der King. Und das war auch beides total gerechtfertigt. Interessanterweise habe ich Kirby auch viel später erst richtig schätzen gelernt. Ich habe ihn zu Anfang, war er mir zu strange, als ich angefangen habe zu lesen, war so, das ist irgendwie komisch, so klobiger Stil. Und je älter ich werde und je öfter ich in die Sachen, in seine klassischen Sachen reingucke, desto mehr merke ich, wie revolutionär bahnbrechend der war. Ich habe im Lager so ein paar Baseball Comic-Zeichnungen von Kirby. Ja. Und als Tim Witchell mit mir hier auf Tour war in Deutschland, da bin ich mit ihm so ein bisschen durchs Lager gegangen und da hat er das gesehen und er ist echt auf die Knie gefallen. Er hat gesagt, wie hier so alte Schwarz-Weiß-Zeichnungen, war so ein Comic da aus den 50er Jahren oder so, sag ich so, hier kannst du geschenkt haben. Sag, das ist ja der totale Wahnsinn. Und er hat mir dann so erzählt, was an dem, ich kann es leider euch jetzt hier nicht, für euch leider nicht reproduzieren, aber er hat mir halt damals erklärt, was an dem Zeichenstil von Kirby so anders war und so revolutionär war. Und wenn man sich das dann anhört und das erklärt bekommt, was man als normaler Comic-Fan eigentlich gar nicht merkt. Und da habe ich, das hat mir dann so ein bisschen die Augen geöffnet. Ich habe es leider, es ist so viele Jahre her, ich habe es leider vergessen. Aber ich habe damals so gedacht, wow, das war mir ja gar nicht. Aber der Respekt gar ist nicht, geblieben, gar nicht, ne? Gar nicht bekannt. Ja, ja, auf jeden Fall. Wir also, waren, es gibt so einen Künstler, ich glaube aus dem 17. Jahrhundert. Da gibt es zwei Bilder hier in Hamburg im Museum in der Kunsthalle. Da war ich dann auch mit Tim Witchell und dann stand er so da und sagte, ey, das ist ja der absolute Hammer, das ist mein absoluter Lieblingszeichen aus dem 17. Jahrhundert und der hängt hier, ich meine, der 17. Jahrhundert, und der hängt hier in Hamburg und dann sag ich, ja, wieso, erzähl mal, wieso so geil? Und das war so, waren so Bilder, das waren so Szenen, sag ich jetzt mal, aus Rom oder Griechenland mit so irgendwelchen Frauen und Männern, die da irgendwo in einem Palast so rumgehangen haben. Ja. Dann sagt er, ja, der hat den Blickwinkel reingebracht in
Zeichnungen, wenn du dir Bilder anguckst aus den Jahren, Jahrzehnten, Jahrhunderten zuvor, da wurde ohne einen Blickwinkel gezeichnet. Wenn ich von links nach rechts raus gucke, das muss ja irgendwie einen Blickwinkel haben. Ja. Das gab es vorher nicht bei Bildern, wusste ich auch nicht. Ne, und das war so eine Sache, die ihn fasziniert. Das, ne, Zeichner wissen das, wir wissen das nicht. Ja. Jetzt sind wir vom Hundertste ins Tausendste gekommen. Weiß schon gar nicht mehr, wie das alles angefangen hat. Wir haben mit Watchmen angefangen mit Alan Moore. Ich hoffe, wir haben euch wenigstens eine Viertelstunde eurer Zeit gut vertrieben. Wir haben das Angebot ganz am Anfang gemacht. Der Rest kann ruhig, wir haben wahrscheinlich weggeschaltet, wenn sie keinen Bock mehr haben. Ihr wolltet nur wissen, Daenerys und Jon für 1999 zusammen. So ist es. Nicht pro Figur 1999, sondern alle beide. Das Pärchen, das Traumpaar. Das Traumpaar. Und wir warten jetzt sehnsüchtig auf eine Fortsetzung von Martin. Wenn wir... Stimmt. Der soll mal fertig werden, aber da machen wir wieder einen riesen Fass auf jetzt. Ja. Im Endeffekt ist es so, ich glaube, wir machen das eh hauptsächlich für uns. Im Endeffekt machen wir es für uns. Ihr könnt das gucken, solange ihr wollt. Wir machen das eh für uns hauptsächlich. Ja, zu Gast bei. Zu Gast den bei. Beiden in ihrem Keller da, in ihrer Cave. Alles klar, bleibt gesund. Genau, und wir sehen uns Samstag wieder mit auf neuen jeden. Angeboten. Bis dann. Hurra! Ciao.